Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, auf YouTube zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Und ja, die Sonne geht auf, das ist sehr schön. Und wir sind hier auf der Mario Map. Finde ich auch. Beim Lukas ist wieder Stimmung und ich bin hier bei. Aua, ich verbrenne mich gerade. Wer ist das? DSB? Ernsthaft? Ja, Willi ist jetzt auch wieder da, er war kurz AFK, also egal. Alter, was macht ihr denn da draußen? Was ich mache? Keine Ahnung, weiß ich Hä? selbst nicht. Ich mach gar nichts. Ihr ist doch gerade irgendwas in die Luft geflogen. Habt ihr Fässer zerschossen, was? Ey! Ey, bin ich blöd oder haben wir hier keine Map? Haben wir keine Waffen hier? Ich finde keine Waffen. Ach, ich habe eine Waffe. Ich dachte schon, es gibt keine Waffen hier. Der Nachteil an der Map ist, hier gibt's relativ wenig Waffen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Ey, kennst du das Gefühl, wenn du voll das Brett vom Nein, Kopf hast? Elias, ich will kein Propkill sein, nein! Oh, zerschmettert. Kann ja mal vorkommen. So, Mario, offene Fläche, aber da oben kann man sich bestimmt gut verstecken, wer weiß. Na, auf der Map kann man sich gar nicht verstecken, es sei denn, man geht vielleicht ein bisschen in den Untergrund rein. Hä? Ach komm. Dein Ernst, Lukas? Was hat er gemacht? Hallo? Hast du nicht gerade auf mich geschossen? Hä? Ich schieße die Dinger da vorne kaputt. Geschossen? Ich dachte, irgendwer hätte gerade knapp an mir vorbeigeschossen vorhin. Kann ich sein. Du mit deinem laggy Internet. Flüssiger! Oh, du hast 20 Millisekunden mehr. Nein, die sind's nicht. Es sorgt nicht ständig für den Auto-Disconnect. Das war das größte Problem. Was hast du für eine Waffe, du Elias? Weiß ich nicht. Schießt du mal Nicht in die die, Luft? nicht die, wonach es aussieht. Komm schon, lass mich hier runter. Mich sieht das nach einer Deagle-Pistole aus. Ach so. Das war ja auch eine Deagle-Pistole. Jetzt bin ich weg. What do you doing? Irgendwie kann man nicht ordentlich runtergehen, ohne zu sterben. Kann das Ja, sein? das stimmt, das ist so dämlich. Das ist irgendwie die End. Was ist denn das? Wer hat denn hier eine Leiche so dämlich aufgehängt? Keine Ahnung, Mann. Aua! Wer hat denn auf Schieß auf dich? mich, Mann. Ja, Lukas, schieß auf mich. Elias fällt wieder runter. Ja, du hast auf mich geschossen. Pff. Habe ich genauer gemerkt. Gemerkt, aha. Ich hab nur noch Ich 43, Mann. wusste gar nicht, dass TTT eine Schadensrichtungsanzeige hat. Hä? Wie jetzt? Na, so ein Damage Arc, der dir anzeigt, aus welcher Richtung der Schaden kam. Wo bist du eigentlich, Lukas? Der ist oben in dem Teil. Ach da. Nö. Hä? Nö. Was willst du mir denn erzählen? Ich kann es bestätigen, ich bin nicht oben. Ja, das wusste ich auch. Nicht mehr, ist nicht mehr oben. Warum? Ernsthaft? Wer hat das Baby geschossen? Was? Warum wollte ich nachladen? Vor allem Willi, vorhin, wo du mich auf die Diegel angesprochen hast, da habe ich auf dich das Baby gefeuert. Du hast es nicht gemerkt. Ich habe dich verfehlt, Alter. Ich hab's nicht gehört, ich hab das Baby erst gesehen und jetzt dachte ich, das war der Lukas. Das hört man doch. Vor allem, wisst ihr, was ich jetzt alles für Traitor-Sachen gemacht habe? Ich wollte zum Lukas hoch eine Frag-Grenade werfen, hab aber nicht getroffen, die kam wieder runter. Und dabei wurde ich dann wahrscheinlich, bin ich runtergehauen worden von dem
Aber ihr habt das alle nicht gecheckt, Mann. Ja, weil wir den Blechbüttel... Ich hatte schon... naja, aber du warst nie so, dass ich hätte schießen können, Mann. Nee. Aber dass du, wie es angefangen hat zu schießen, ist war natürlich perfekt. Ich war der festen Überzeugung. Was ist er denn? Ach da. Was ist? Nix. Seid ihr noch beide da? Lukas. Okay. Du musst gleich mal treffen. Scheiße. Warum musst du den Moment lecken? Hä? Weil Lukas lebt noch? Nee, tut er nicht. Nee, der ist schon lange tot. Na, ich hab grad sein Namensschild gesehen, deswegen. War ich verwundert. Der ist nur in irgendeinen Gegenstand gegangen. So macht man das. Vor allem, wie ich ihm Lukas einen Headshot gebe und dir fällt's überhaupt nicht auf. Ich war aber ganz anders, Mann. Ich hab das nicht mal gehört. Ich habe versucht, einen Willi per Propkill zu töten, aber es hat nicht funktioniert. Per Propkill. Er hat immer so einen random Schritt zur Seite gemacht. Ja, wenn man Schritte macht, dann ist nicht gut. Was machst du da? Weiß ich nicht. Lukas, was hast du da für eine Waffe in der Hand? Das ist eine Diegel. Pass auf. Ja, der hat doch gerade die ganze Zeit drauf geschossen. Also auf die Teile. Ach so? Toll. Ja. Du hast den Schuss verschwendet. Hä? Weil... Ich hatte ich war echt schon so gut wie tot, Mann. Er hat mich jetzt getötet. Hä? Na, mit dem Fass. Ach, scheiße. Ja. TTT-Regel. Lauf niemals zu einem Fass. Bevor du es nicht selber zerstörst. Das ist dir an Rooftops auch zum Verhängnis. Ach, echt? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vor allem mit so einem Ping. Also, mit Willi zumindest, wo das zum Verhängnis. Weil die Waffen waren immer dieselben sind. Warum müssen die Waffen immer so random sein? Was? Weil Lukas sagt eben, ja, die Waffen sind immer dieselben. Warum sind die Waffen immer so random? Das ist irgendwie komisch. Was macht denn ihr schon wieder? Lukas! Was soll die Scheiße? Scheiße. Dein Ernst? Muss es ja einmal bringen. Auch wenn die Waffe kacke ist. Alter, mach das aus! Okay. Ich hab genommen. Ab jetzt ist dieses Let's Play nicht mehr jugendfrei. Ich hab nichts gesagt. Ich hab sie genommen, weil Lukas dich schon abgeschossen hat. Und da ist dann nur noch fair gewesen. Ey. 1-1. Na gut, fair ist es auch nicht. Ist eher eine Behinderung für mich, den Eingang zu nehmen, aber egal. War lustig. Warum hast du das Fass geschossen? Weil ich immer auf Fässer schieße. Ja, ich stehe daneben! In der Klasse, ich dann zurückschieße. PP, persönliches Pech. Kann nicht drauf schießen. Das macht die Glocke. Oh Gott.
Ach so, ja, ah, der Feuer, stimmt. Lilly, hast du etwa eine Babygun in der Hand? Warum sollte ich eine Babygun in der Hand haben? Teste doch mal. Okay. Aha, präventive Maßnahmen, ja. Bevor noch jemand reinrennt. Sollte man das tun? Aua. Oh. Ah, das sind die Fackeln. Die neigen dazu, jemanden anzuzünden. Au, au, au. Ich hasse diese Fackeln. Ach, ja. Ah, fuck. Man wird mir so runterfallen. Ernsthaft? Klar. Ja. Dem passiert das nicht. Boah, ich hab's geschafft, um die Leiter runterzukommen, ohne Schaden zu kriegen. Was? Oh. Krasser Shit. Wow. Oh, aua. So, sind wir alle beisammen, oder was? Ja. Ja. Ich halte das für keine gute Idee. Lukas, was hast du für eine Waffe? Danke. Das Problem ist, ich will ja nicht mal zu nah an euch ran, weil irgendwer zumindest vielleicht noch eine Jihad-Pumpe. Das ist wahrscheinlich. Wieder alle weg. Fuck. Ja, ja, du planst doch nur was. Hilfe. Oh. Ah! Ah. Was denn? Ich bin nur auf dir gelandet. Lukas Kopf hat noch ein bisschen. Warte mal, warst du das oder war das Willi? Wer war das? Oh. Du musst ja einfach eine Sekunde rumdrehen, ja? Weil ich höre doch diesen Silent-Schuss irgendwas. Hinterrücks erschossen, der Sack. Vor allem, du nimmst die Silent-AWP, wenn du hier im Nahkampf bist. Ist doch dämlich. Hä, warum hatten die nur zwei Schuss? Na, weil es eine Silent-AWP ist. Ja, es gibt auch eine Silent-AWP, die hat mehr Schuss. Aber die macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Die ja, diese eine. Achso. Die mit den zwei Schuss ist Instant Kill. Ja. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass ich das Teil jetzt war. Ich auch nicht, aber anscheinend ist es. Huh. Also, Traitor meint nicht. Was? Also, wenn man weiß, wie kommt man den Treppen tatsächlich verletzt, schaut er drunter. Willi? Ja. Was war das denn? Er ist falling down. Was hast du denn für eine Waffe, Lukas? Nein, Elias! Kommt da das raus! Das sah so lustig aus.
Ich weiß, dass du da drin bist. Ich will nicht. Ich will nicht. Weil du hast, du hast ja Lukas neben mir erschossen. Ich weiß. Das war vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht so schlau, aber was los? Nicht so schlau? Das Lustige ist, ich weiß, du kannst nicht noch eine Babygun haben. Das ist richtig. Aber leider gibt es auch solche Sachen wie Melon Launcher. Das ist auch richtig. Oh, scheiße. Hä? Was ist los mit dir? Wie kann man das nicht mitkriegen? Was? Also ich bin so runtergejumpt, hab in dem Moment den Melon Launcher auf dich abgefeuert. Und du bist leider nicht gestorben, aber du hast es auch nicht gecheckt. Nee, ich dachte, du stellst nach oben und ich hab dich nicht runterspringen sehen, das war das Problem. Ach ja. So, na dann. Das ist die Frage. Schaffen wir nicht? Nein. Nee, schaffen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann auch von einer weiteren Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town, TTT, Garry's Mod, was auch immer. Ja, dann geht's dann irgendwann weiter. Bis dahin. Ciao.